Guided Sports Medicine Education, Online Education, Kongress der Sportärztezeitung. Sehne, Schmerzen, Entzündungen auflösen, Regeneration fördern. Deshalb sind wir heute hier. Ein Thema, ein Mechanismus, vier Referenten, 25 Minuten. Zielgerichtete Kombinationstherapie. Wir zeigen, die Kollegen zeigen, was sie machen. Ich freue mich sehr, Professor Christoph Schmitz, Professor Mehdi Chakibai, Dr. Kurt Mosetter, Alexander Ablass. Lieber Christoph, legen wir los. Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Christoph Schmitz, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Anatomie 2 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sie sehen mich hier vor dem Hintergrund unseres Gartens des Institutsgebäudes, das ist 120 Jahre alt war, eines der ersten großen Stahlbetongebäude in Europa und steht deswegen vollständig unter Denkmalschutz. Ich habe meinen Teil genannt Aktivierung von Skleraxis bei der Regeneration von Kollagen im Bindegewebe. Was geht nicht? Hier sind meine Interessenkonflikte zusammengestellt. Wenn Sie die durchgehen, dann werden Sie feststellen, dass für das, was ich Ihnen heute erzähle, ich keinen direkten Interessenkonflikt habe. Nun, um nochmal den Rahmen zu setzen, habe ich Ihnen hier nochmal drei Arbeiten zusammengestellt. Diese hier von 2018 hat gezeigt, dass Sie, wenn Sie bestimmte mesenchymale Stammzellen proinflammatorische Moleküle aussetzen, also konkret Interleukin 1-Beta und TNF-Alpha, dann produzieren diese Stammzellen keine Skleraxis mehr und die wachsen auch nicht mehr auf einem Sehnen-Scaffold. Das heißt, Sie haben denen damit die Hauptmöglichkeit zur Regeneration genommen. Nehmen Sie Interleukin 1-Beta und TNF-Alpha weg, dann ist beides nicht der Fall und dann funktioniert das auch wieder. Diese beiden Arbeiten hier, die sind schon etwas älter und die hatten gezeigt, dass genau die gleichen Moleküle, also Interleukin 1-Beta und TNF-Alpha, bei der Entstehung der sogenannten neurogenen Entzündung eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die neurogene Entzündung ist wohl die Grundlage der meisten Tendinopathien. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, das habe ich ja schon bereits mehrfach publiziert. Die Schlussfolgerung aus diesen drei Studien ist aber, dass um Regeneration von Sehnen bei einer vorliegenden Tendinopathie hinzubekommen, man zwei Sachen machen muss. Ganz einfach. Erstens, die neurogene Entzündung muss weg. Solange die da ist, solange die Floride ist, bekommen Sie keine Regeneration der Sehne hin. Und zweitens, die Zellen, die neues kollagenes Bindegewebe produzieren sollen, müssen wieder Skleraxis exprimieren können. Das klingt auf den ersten Blick ganz einfach, ist es aber nicht. Die gute Nachricht ist, dass man das wohl tatsächlich durch die Kombination bestimmter Phytopharmaka, Bromelain, Kurkumin, Weihrauch, hinbekommt, so wie es Professor Chakibai Ihnen auch schon gesagt hat. Und wir haben dazu ja auch letztes Jahr diese Publikation in der Sportärztezeitung herausgebracht, bei der wir die molekularen Grundlagen dessen, um was es hier jetzt geht, in aller Ausführlichkeit beschrieben haben. Das Problem sind nicht die Phytopharmaka, das funktioniert, das Problem ist was ganz anderes und das sehen Sie zum Beispiel hier. Das ist eine von mehreren Arbeiten, ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, die gezeigt hat, dass Corticosteroide, hier also konkret Dexamethason, genau das Gegenteil bewirken, nämlich die sogenannte Downregulation von Skleraxis, ja, in Stammzellen von Sehnen. Und das ist der Grund dafür, warum Sie, wenn Sie Sehnenpathologien mit Corticosteroid behandeln, sich zumindest nicht wundern sollten, wenn die Sehnenregeneration nicht so funktioniert, wie Sie sich das eigentlich erhoffen würden. Das ist die molekulare Grundlage. Und das gilt leider auch für bestimmte nichtsteroidale Antiphlogistika. Hier schon vor knapp 10 Jahren konkret gezeigt für Celecoxib. Das ist in Europa nicht ganz so häufig verwendet. In China und in den USA wird das sehr häufig verwendet. Gleicher Ansatz, wiederum Stammzellen, die man aus Sehnengewebe gewonnen hat und dann geschaut, was passiert mit der Genexpression von Skleraxis. Und Sie sehen, dass die runterreguliert wird und das nächste Molekül
Downstream von Skleraxis, das Tenomodulin, was so das eigentliche Molekül ist, was die Sehnenregeneration orchestriert, wird ebenfalls herunterreguliert. Und dummerweise stimmt das Gleiche auch für bestimmte Lokalanästhetika, in diesem Fall konkret gezeigt für Bupivacain, was tatsächlich einen nachhaltigen negativen Effekt auf die Genexpression von Skleraxis in entsprechenden Zellen, die man aus Sehnen isoliert hat. Das heißt, wenn Sie Corticosteroidinjektion mit Lokalanästhetika kombinieren, dann ist der Effekt eventuell sogar noch schlechter aufgrund der ebenfalls negativen Wirkung der Lokalanästhetika auf die Expression von Skleraxis. Nun, das war bisher alles negativ. Gibt es denn auch Positives zu berichten? Die Antwort ist ja. Diese Studie war die erste, die gezeigt hat, dass extrakorporale Stoßwellen auf entsprechende Sehnenzellen einen positiven Auswirkung haben. Das sehen Sie hier, da unten. Ja, hier geht es um die mRNA-Level von Skleraxis und Sie sehen nach der Expression oder nach der Exposition mit Stoßwellen wird Skleraxis hochreguliert im Vergleich zu unbehandelten Zellen. Und das führt dann dazu, dass die Kollagen 1 mRNA-Expression auch etwas hochgeht und die Kollagen 3 mRNA-Expression runtergeht. Das ist ganz wichtig deswegen, weil Kollagen 3 das Kollagen ist, aus dem sich Narbengewebe rekrutiert, während Kollagen 1 das Kollagen ist, aus dem sich Sehnengewebe rekrutiert. Und das ist ja genau das, was Sie erreichen wollen. Sie wollen gesundes Sehnengewebe regenerieren und die Narbenbildung weitestgehend einschränken. Und genau das können Sie durch Exposition von entsprechenden Sehnenzellen, Sehnenstammzellen, durch Stoßwellen oder halt eben durch extrakorporale Stoßwellentherapie bei der Behandlung von Tendinopathien und anderen Sehnenpathologien gut erzielen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Teils und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Rückfragen gerne jederzeit per E-Mail an mich. Vielen herzlichen Dank. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Curcumin ist heutzutage in aller Munde. A, weil es einer der wichtigsten Bestandteile von der Pflanze Turmeric, genau gesagt Kurkuma-Pflanze und Wurzel ist. Zweitens, wegen seiner umfangreichen gesundheitsfördernden Wirkungen. Ich freue mich heute sehr, Ihnen einen Teil dieser positiven Wirkungen auf das Sehnengewebe sowie dessen Einsatzmöglichkeiten bei der Tendinopathie bzw. Tendinitis vorzustellen. Vielleicht zuerst Sehnengewebe. Anatomisch gesehen wird im Körper dort verwendet, wo der Körper am stärksten belastet wird. Physiologisch gesehen ist ein pleiotrophes Gewebe. Das heißt mit anderen Worten, mit einem sehr langsamen Stoffwechsel funktioniert dieses Gewebe. Mit anderen Worten ist ein vulnerables Gewebe, das anfällig für unangemessene Behandlung ist. Tendinopathie ist ein degenerativ entzündlicher Prozess, kann im gesamten Körper vorkommen, betrifft aber häufig stark beanspruchte Regionen wie Rotatorenmanschette, Karpaltunnelsehnen, die Achillessehne und so weiter. Zählt sie zu den am häufigsten behandlungsbedürftigen Problemen der Orthopädie. Die Ursachen können Entzündungen, Überbelastungen, Mikrotraumata sein, aber auch degenerative Veränderungen, die auf systemische Grunderkrankungen zurückzuführen sind. Zuletzt darf man nicht vergessen, die epigenetische Verstärkung. Epigenetik sagt ganz einfach, das ist ein Epigenetik ist ein Bindeglied zwischen unseren Umweltfaktoren und unseren Genen. Mit anderen Worten, epigenetische Faktoren können unsere Gene entweder einschalten oder ausschalten. Durch Bewegungsmangel, Übergewicht, Alkohol und Konsum, Nikotinkonsum in hoher Menge, inadäquate Ernährung, oxidativer Stress, Traumata, Infektionen, mit anderen Worten, unser Lifestyle. Doch warum stellen solche entzündlichen Prozesse in Sehnen ein Problem dar?
Entzündungen in Sehnen verursachen Schmerzen und dadurch Bewegungseinschränkungen und damit eine dramatische Minderung unserer Lebensqualität. Wenn eine akute Entzündung chronifiziert wird, kann gerade aus besagten Gründen in so einem vulnerablen Gewebe so eine irreversible Schäden verursachen. Der Grund dafür unter anderem ist es eine massive Ausbreitung und Synthese von proinflammatorischen Enzymen, Zytokine wie TNF-Alpha, TNF-Beta, Interleukin-Beta, COX-2 bzw. Matrix-Metalloproteinase. Und das wissen wir, alle besagte Enzyme und Zytokine werden von einem einzigen Haupt proinflammatorische Transkriptionsfaktor NF-kappa-B reguliert und koordiniert. Und das wissen wir inzwischen, NF-kappa-B reguliert, dirigiert mehr als 500 Gene, deren Endprodukte an der Pathogenese von vielen Erkrankungen wie Tendinopathien beteiligt sind. Wenn eine Tendinopathie in akutem Stadium erkannt wird, diagnostiziert wird, wird mit konventioneller Pharmaka wie NSAID und Cortison behandelt. Kurzfristig, der Patient hat weniger Schmerzen, aber langfristig kommen zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Organschäden, gerade in so einem Gewebe wie Tendon, wo vulnerabel ist. Wir haben zwei riesige Probleme. Einmal, extracellular Matrix wird massiv abgebaut. Wir wissen inzwischen, dass extracellular Matrix ist der eigentliche Funktionsträger des Gewebes ist. Und zweitens, wie Professor Schmitz gerade angemerkt hat und ausführlich erzählt hat, hemmt auch der wichtigste Transkriptionsfaktor in der Sehne, was eigentlich für die Sehnenvitalität sehr wichtig ist, Sclerexis. Dafür brauchen wir Alternative. Besonders zur Abschwächung dieser Nachteile kommt Cortiomin als Co-Therapeutikum zur Prophylaxe oder Therapie einer Tendinitis in Frage, da diese Naturkomponente einen breit gefächerten modulatorischen Effekt im Tendongewebe ausübt. Das wissen wir. Cortiomin ist natürlich Entzündungshemmer. Die gesamte Enzyme und Zytokine, wie ich gerade erwähnt habe, alle werden in verschiedenen Stufen gleichzeitig gehemmt. Und in der Literatur ist bekannt als eine natürliche kompetente NF-kappa-B-Inhibitor. Gleichzeitig hat eine positive, kompetente epigenetische Wirksamkeit bis zu unserem Immunsystem und hat eine gute Verträglichkeit, wird immer wieder berichtet bei Fehlern unerwünschter Nebenwirkungen. Mit anderen Worten, kurz zusammengefasst, eine leistungsstarke Multitargeting-Strategie greift Cortiomin mehrere Stadien der Entzündungskaskade gleichzeitig an. Cortiomin hat gleichzeitig eine anabole Wirkung, wirkt positiv auf die Transkriptionsfaktor von Sclerexis im Tendongewebe, damit Förderung von Sehnenzellvitalität, fördert die gesamte Synthese von extracellular Matrix-Komponente wie spezifische Proteoglykane und Kollagensynthese, damit Stärkung von extracellular Matrix. Und damit haben wir eine positive Wirkung auf Tenogenese. Zusammengefasst kann man sagen, Cortiomin ist eine potente Entzündungsinhibitor, gleichzeitig fördert Sehnenregeneration und ist der Meister der epigenetischen Modulation. Die Prophylaxe spielt dabei eine fundamentale Rolle, sodass es sinnvoll ist, Cortiomin als eine natürliche Komponente in eine tägliche positive Lifestyle-Routine aufzunehmen. Für diejenigen, die mehr interessiert sind, in das Thema hinein zu horchen und recherchieren, gerne eigene Forschung und Ergebnisse stelle ich dar. Und wenn Sie dazu gewisse Fragen haben, stelle ich gerne Ihnen auch zur Verfügung. Und mit einem gesunden, Cortiomin integrierter Lifestyle. Danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank der Organisation mit fantastischen Vorrednern. Das heißt, nachdem der Professor Christoph Schmitz und Professor Shagibai dran waren, gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Jetzt geht es nur noch, wie kann man das fachgerecht anwenden? Und es geht noch um die Dosierung. Und dann geht es schon darum, wenn man das schon so arbeitet, dann aber richtig mit Erfolg und Kontrolle, dann geht es darum, dass diese Strategie auch in berufene Hände gehört, also mit der besten Qualität maßgeschneidert und richtig dosiert. Häufig ist unterdosiert und ein bisschen Kurkuma im Essen reicht eben nicht aus. Und irgendwo Kurkuma zu verwenden und Kurkumin in Einsatz zu bringen, ohne nachzudenken, reicht auch nicht aus. Und ich wünsche mir immer,
dass man solche Phytopharmaka in Kombination mit Therapie und Trainingsreiz kombiniert. Das heißt, der aktive Mensch, Training und Therapie und das Ganze flankiert Prärehabilitation und dann auch Rehabilitation und Lebensstilregulation. Wofür? Wann? Wie? Wie viel und wie lange? Das schauen wir uns an. Ernährung alleine reicht nicht. Wellness, schön, das ist hier nicht das Ziel. Die Selbstmedikation versagt häufig. Einfach ausprobieren, raten wir nicht an. Und nur ein bisschen mal hier und mal da, raten wir auch nicht dazu. Und häufig raten wir auch nicht dazu, dass wir nur eines tun, sondern immer Training, Therapie, Stoßwelle und gegebenenfalls eine Kombination von Phytopharmaka. Internet-Surf-Produkte besser nicht. Da gibt es ganz vieles, was nicht Qualität darstellt. Und deshalb müssen wir also richtig dosieren. Die Datenlage ist fantastisch. Meine Lehrer, Ayurveda-Lehrer in Kathmandu, der Dr. Mana, die haben uns das geschult. Und die haben auch schon recht viel Ahnung davon gehabt, dass sie gesagt haben, keine Schädigung, also wenig Cortison, Diclofenac und so weiter. Und nicht einfach nur ein bisschen dosieren, sondern konsequent. Und jetzt schauen wir es uns im Detail an. Das sieht sehr kompliziert aus, aber das war die Arbeitshypothese im Ayurveda und die hat sich heute bestätigt. Es beginnt im Darm, dann geht es darum, dass der Stoffwechsel über Darm-Lebersignale zu Muskel, Sehnen und Faszien reguliert. Und ich möchte Ihnen vorstellen, weg von einem zu vielem. Und die komplexe Lösung zeigt uns, dass viele von den einfach erscheinenden Dingen wie Kurkumin und Boswellia, Bromelain, Papain, aber auch andere Substanzen richtig gut wirken, wenn sie denn richtig dosiert sind. Wir schauen dann also, dass wir Wirkungen haben auf der mitochondriale Ebene, Wirkungen auf der Ebene vom Darm, Wirkungen für den Stoffwechsel und hier noch eine kleine Zusammenfassung, die wirken auf breiter Front antientzündlich, die wirken auf breiter Front regenerativ. Und die helfen, dass der Körper mit seiner Selbstregulation wieder in Schwung kommt. Wie? Und zwar so. Wir brauchen Dosierungen für antientzündliche und regenerative Phytopharmaka für die Muskeln, für die Faszien, für die Knorpel, für die Knochen. Wie schon erwähnt, die Sehnenreizungen, Tendopathien sind sehr, sehr häufig. Häufig wird dann zu wenig getan, aber wenn man ruht und rastet, wird es schlechter. Wenn man zu viel tut, wird es auch nicht besser. Deshalb empfehle ich mir ordentliche Dosierungen und sind beim Weihrauchharz häufig auch bei 3x600 Milligramm, beim Kurkumin auch bei 2x500 Milligramm. Und die Idee, dass man da mal 50 Milligramm einwirft oder die Idee, den Reis gut zu versorgen mit Kurkumin, das ist schön, schmeckt gut, aber reicht nicht aus. Sehr gerne gibt es auch Resveratrol. Sehr gerne haben wir einfach Galactose, das ist eine Essenz aus dem Mistel und aus dem Myrobalan, das ist die Frucht vom Wunderblütenbaum, Galactose 2x3 Gramm, manchmal Glucosamin 2x3 Gramm, dann kann man gegebenenfalls auch Quercetin mit ins Spiel bringen, Vitamin C in moderaten Dosierungen und gegebenenfalls auch Ananasenzyme, Bromelain. Einige arbeiten gerne mit Ginseng und dann gibt es noch die Ashwagandha. Nicht nur für den Schlaf, sondern die wirkt auch antientzündlich. Königsdisziplin, Kurkumin und die Königsdisziplin gerne kombiniert und dann tatsächlich in der Regelmäßigkeit gerne mit einem gesunden Darm 2 oder 3 Mal am Tag, dann haben wir gute Effekte. Diese Dosierungen entsprechen eigentlich dem, was die ayurvedischen Ärzte vor langer, langer Zeit aus der Erfahrungsmedizin abgeleitet haben. Dann haben wir es ein bisschen aus dem Blick verloren, weil wir zu wenig verstanden haben, wie es denn wirkt. Und durch die Forschung von Professor Christoph Schmitz und von Professor Schagibay sind wir wieder wach. Und jetzt hören wir noch mal besser zu. Und jetzt können wir noch viel besser allen Menschen Mut machen, nicht nur im Profisport, sondern in der Breite der Bevölkerung. Ja, diese Substanzen wirken stark. Das ist nicht Wellness. Die wirken tiefgreifend, nicht nur antientzündlich, nicht nur gegen den Schmerz, sogar regenerativ. Und das in Kombination mit Trainingsreisen, mit Stoßwelle und mit vernünftiger Therapie eigentlich ein ganz großes Potenzial. In diesem Sinne möchte ich Ihnen Mut machen. Ja, es lohnt sich. Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit und ein gutes Gelingen. So, last but not least, obliegt mir jetzt der abschließende Teil dieser hochkarätigen Besetzung meiner hochkarätigen Vorredner. Ich möchte noch mal auf ein paar Sachen zurückkommen, bevor ich noch was ganz Wichtiges Neues mit ins Spiel bringe. Wir haben über die Sehne ja schon was gehört und deren Stoffwechsel. Die Sehne ist ein bradytrophes Gewebe, hauptsächlich aus Kollagenfasern bestehend. Das heißt, langsamer Stoffwechsel wird vor allem durch Diffusion ernährt, durch die umgebende Flüssigkeit versorgt und hat nur ganz wenige Kapillaren. Da kommt jetzt schon das Neue ins Spiel, was bedeutet, ohne Bewegung kommt keiner der Stoffe und dem, was wir vorher schon gehört haben, überhaupt in die Sehne. Das heißt, da müssen wir schon noch mal ein bisschen mehr machen. Dafür gab es eine ganz tolle Studie, die vor einiger Zeit mal gemacht worden ist, die zeigen konnte, dass durch die Spannungszunahme bei isometrischen Übungen erstmal ein Stimulus erzeugt wird, der die Genexpression von Skleraxis und Kollagen 1 erhöht, was für jede Sehnenpathologie immens wichtig ist. Skleraxis ist auch schon mehrfach heute gefallen. Wir wissen auch durch, was Professor Schmidt schon gesagt hat, Cortison, Lokalanästhesie, lauter solche Sachen, die vermindern die Skleraxis-Ausschüttung im Gewebe, in der Sehne. Stoßwelle, nicht nur als Schmerzlinderer oder Reduktion der neurogenen Entzündung, fördert die Stoßwelle die Skleraxis-Ausschüttung im Gewebe. Aber eben nicht nur, sondern isometrisches Training. Was ist isometrisches Training? Isometrisches Training ist eine statische Kraftübung. Das bedeutet, während der Belastung bleibt die Länge der Muskulatur immer gleich. Die Muskulatur wird da konstant kontrahiert und unter Dauerspannung gehalten und bewegungslos gehalten. Aber nicht nur das. Wir wissen, dass isometrisches Training nicht nur die Skleraxis ausschüttet, sondern eben auch für die Schmerzreduktion im Gewebe immens wichtig ist. Wie sieht isometrisches Training aus oder wie könnte isometrisches Training aussehen? Die Anzahl an Übungen ist immens. Ja, es gibt ein paar Dinge, die es zu beachten gilt. Und zwar, wie man in den Bildern 1 und 2 sieht, nicht über die Neutralposition hinausgehen. Wir wollen keine Dehnung, wir wollen nur Haltearbeit. Ja, wie oft könnte man sowas machen? 1 bis 2 Mal täglich, 7 Tage in der Woche für 12 Wochen. Wäre bei so einer akuten Achillessehnenpathologie mal eine hervorragende Hausnummer. Und rechts eins meiner Lieblingsbilder. Eine Übung, die im Profisport, in dem wir zu Hause sind, in dem ich zu Hause bin, nicht mehr wegzudenken ist. Ja? Die klassische Unterarmplank, eine der hauptsächlichsten Übungen. Das heißt, zusammenfassend von all dem, was wir schon gehört haben, Skleraxis, Kurkumin, alles nicht wegzudenken aus der Regeneration einer Sehnenpathologie. Aber nicht zu vergessen, ohne vernünftiges Training, in die Verbindung mit vernünftigem isometrischen Training, ist auch da eine Regeneration nur bedingt möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, alle haben Spaß dabei, es auszuprobieren. Wow, das nenne ich einen kompakten, energiegeladenen Online-Education-Kongress. Guided Education, geführt und noch angewiesen. Das Schöne ist, ich fange ganz hinten an, Alex, danke. Die Daseinsberechtigung für die Sportwissenschaft Training ist gegeben. Wow. Und allen anderen wunderbar. Die Ernährung, das Thema, alles zusammengebracht, ein Mechanismus. So kann man Heilung einleiten. Natürlich wird der Patient mitmachen dürfen, wenn nicht sogar müssen, in der Zukunft einer modernen Sportmedizin in diesem Bereich. Darauf freuen wir uns, deshalb sind wir da. Ich danke euch nochmal allen für die Teilnahme zu diesem neuartigen kleinen Online-Kongress Kombination und Self-Management. Und ich freue mich schon drauf, wir werden nämlich weitermachen, denn das war ja die Hauptspeise quasi, Vor- und Hauptspeise. Und es gibt ja Nachschlag-Nachspeise. Es gibt ja noch Osteoarthritis etc. Und es gibt natürlich Resveratrole, die wilden kleinen Bärchen und so weiter, alles. Also wir werden wiederkommen. Ich danke euch. Vielen Dank für diesen tollen Kongress.